Hallihallo, ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und unserer neuen Rubrik Ein Blick ins Buch. Hier zeige ich euch alle meine Handarbeitsbücher, meistens Häkelbücher, aber auch ein paar Strickbücher, die ich zu Hause im Regal habe. Die meisten Bücher habe ich selbst gekauft. Einige Bücher sind aber auch Rezensionsexemplare der Verlage, damit man einfach mal durchblättert und schaut, was einem so gefällt. Ich möchte euch in diesen Videos einfach zeigen, was alles in den Büchern drin ist, so damit ihr euch vielleicht besser entscheiden könnt, welches Buch ihr euch kaufen möchtet. Und dann würde ich sagen, let's go und schauen wir mal ins Buch. Heute wagen wir einen Blick ins Buch und zwar in das Top-Down-Häkeln. 14 passgenaue Pullover und Cardigans. Dieses Buch ist vom Stiebner Verlag, geschrieben von Dora Orenstein. Es ist bereits 2016 in Englisch erschienen mit dem Originaltitel Top Down Crochet Sweaters. 2019 gab es die erste Auflage beim Stiebner Verlag und jetzt 2020 die zweite Auflage. Dieses Buch beinhaltet 14 Modelle, die dann Top Down gehäkelt werden, also von oben nach unten. Es kostet 22 Euro und hat 168 Seiten. 168 Seiten. Ich finde richtig cool an diesem Buch, dass dieses ganze Top-Down-Häkeln ganz genau erklärt ist. Das heißt, wenn ihr ein oder zwei Modelle aus diesem Buch gehäkelt habt, könnt ihr wahrscheinlich auch einfach frei Top-Down häkeln, würde ich jetzt mal sagen. Sie erklären nämlich in der Einführung erstmal, was ist Top-Down-Häkeln und was für verschiedene Arten von Top-Down-Häkeln gibt es. Es gibt nämlich ein Rundpassé, es gibt auch ein Raglan-Passé. Die einzelnen Abschnitte werden erklärt, wie man das macht, wie man das berechnet, wie die Größe berechnet wird. Hier mit diesem Raglan runterhäkeln, das kennen auch viele, oder einfach nur mit dem Kreis runterhäkeln. Also deswegen finde ich das richtig, richtig wissenswert, wenn man das mal sieht. Jedes Modell hat auch seine Häkelschrift, was ja auch wieder total schön ist. Und dann zeige ich euch mal die verschiedenen Modelle. Und zwar gab es die schon einmal alle auf einen Blick eigentlich. Wartet. Tatütata. Hier. Und dann gibt es aber oft ein, zwei verschiedene Versionen davon. Ne? Auch es gibt auch Strickjacken, es sind mehrere Strickjacken dabei. Und es gibt etwas Verspieltes mit Spitze und auch die richtig festen Pullover. So, nach dem ganzen Einführungsteil geht es dann los. Wo ist denn die Seite? Da. Das sind auch noch. Das ist alles, alles Technikteil. Verschiedene Maschen, verschiedene, wie man spannt und wie man Pullover macht oder Strickjacken. Also wie man die Größen berechnet, wie man die Armausschnitte macht, wie man Modelle tailliert, also auf Taille. Wie man aus einem Modell entweder ein Pullover macht oder einfach eine Strickjacke. Das ist auch darin enthalten. Und dann, also das ist wirklich alles dieses Grundlagenwissen, was man dadurch erlernt. Ja, das finde ich richtig gelungen. Also es ist super interessant, wenn man das noch nicht kann. Also ich konnte das noch nicht top-down häkeln und mit diesem Buch ist das echt total gut zu verstehen. Und dann kommen die Anleitungen. Also dann kommen zum Beispiel die Pullover in Rundpassé. Dann, ne, es gibt dann immer verschiedene Modelle, die man häkeln kann, auch wenn man die Größen anpasst. Dann mit der Häkelschrift, wie ich schon gesagt habe, und ob es sich um einen Rundraglan häkelt oder um diesen anderen. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ja, das sind dann die Modelle. Dann kommt hier dieses Verspieltere mit dem offenen Häkelmuster, und zwar einmal als Oberteil, einmal als Strickjacke auch. Dann gibt es auch eine Strickjacke und ein Pullover, aber nicht so verspielt, sondern eher geschlossen und auch mit einem großen Rundausschnitt. Ja, super schöne Modelle, finde ich. Und wie gesagt, immer etwas als Strickjacke oder als. Und auch, wo man dann Maß nehmen sollte, wie man das anpassen kann an seine eigenen, an seine eigene Größe. Hier ist das mit Zopfmuster, also auch entweder ein richtiger Pulli oder eine Strickjacke.
Immer mit der Häkelschrift natürlich. Dann hier dieses romantische mit dem grobmaschigen. Einmal als Langarm, einmal als Kurzarm. Oder als Kleid sogar, ne? Einfach verlängert dann als Pulli. Und hier haben wir die letzten beiden Modelle. Auch Pullover mit verschiedenen Armlängen und verschiedenen Körperlängen. Ja, also ich finde dieses Buch einfach super gelungen. Hier ist eine Strickjacke, die auf dem Rücken geschlossen wird, also beziehungsweise ein Oberteil, was auf dem Rücken geschlossen wird. Also 14 verschiedene Modelle und dann noch immer mit den ganzen Informationen, um das anzupassen für sich und seine Vorlieben. Eine super Empfehlung. Ich finde es richtig gelungen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Blick ins Buch.